So, mein Mann, wir haben eine Breaking News. Wie der Wall Street Journal soeben berichtet hat, wurde der größte YouTuber der Welt, PewDiePie, aus seinem Multichannel-Netzwerk rausgeschmissen. PewDiePie hatte auf einer Freelancer-Plattform zwei Freelancer dazu beauftragt, ein Plakat hochzuhalten, wo drauf stand, Zitat, Tod allen Juden. PewDiePie hatte seine Reaktion darauf gefilmt und er sah dort ziemlich schockiert aus. Er hatte sich im Video selbst noch mehrmals dafür entschuldigt und immer wieder betont, dass er es nicht für möglich gehalten hatte, dass sie das machen werden. Und für dieses Video wurde PewDiePie dann schlussendlich aus seinem Multichannel-Netzwerk rausgeschmissen. Maker Studios hat diese Aktion als einen antisemitischen Witz empfunden, weshalb er nun das Netzwerk verlassen musste. Maker Studios ist das Multichannel-Netzwerk von Disney. Und wie es der Zufall will, bin ich auch Partner von Maker Studios und das Ganze, was jetzt passiert ist mit PewDiePie, das wurde netzwerkintern noch nicht kommuniziert. Zumindest habe ich jetzt meine Informationen vom Wall Street Journal. Maker Studios hatte in der Vergangenheit sehr viel mit PewDiePie noch vorgehabt. PewDiePie war unter anderem mit Hilfe von Maker Studios Inhaber eines Subnetzwerkes von Maker Studios. In diesem Subnetzwerk befindet sich auch der YouTuber Markiplier, der ja auch nicht nur bei Maker Studios vernetzt ist, sondern auch Mitglied dieses Subnetzwerkes ist. Und jetzt bricht offensichtlich die Zusammenarbeit zwischen PewDiePie und Disney, also Maker Studios, komplett zusammen. Das Video, was PewDiePie gemacht hatte, war wohl dieser Tropfen, der das Fass für Maker Studios zum Überlaufen gebracht hatte. So hätte es laut Maker Studios mehrere Videos gegeben, in welchen er antisemitische Bemerkungen und zweifelhaften Humor gebracht hätte. So jedenfalls Maker Studios. Und YouTube selbst hat sich nun auch mit einem Statement zu Wort gemeldet. Dort heißt es, wenn Content provokativ und satirisch gemeint ist, dann dürfen die Videos online bleiben. Wenn der Uploader jedoch die Absicht hat, Gewalt oder Hass anzuregen, wird der Content entfernt. Das ist natürlich interessant, dass YouTube hier den gesamten Fall anders einstuft und anders einschätzt, als dass das Netzwerk Maker Studios macht. Deshalb sind die Videos, die PewDiePie gemacht hatte, noch allesamt online. Das, was wir heute erleben, ist jedenfalls eine riesige News und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.